Deshalb veranlassen begabte Krieger die anderen, auf sie zuzukommen und gehen nicht von sich aus auf andere zu. Helmer Hafax, neuzeitlich. Ist da drüben. Ungetüm. Das ist sie doch. Die Arche ist hier. Ist das denn die richtige? Nun ja, es hat diese... wie ein Geweih oder so. Ja, es sieht auf jeden Fall am vielversprechendsten aus. Nun, wollen wir darauf zugehen oder nicht? Ich bin mir da nicht sicher. Lass uns gehen. Ja, ihr könnt den einen oder anderen schlammigen Fluss erkennen, der sich wohl aus der Stadt in Richtung des Strandes begibt und dort hineinfließt. Aber wenn ihr genau hinguckt, könnt ihr wohl auch erkennen, wie das Öl wohl eher den physikalischen Gesetzen trotzend in die andere Richtung, in Richtung der Stadt fließt. Alles stimmt hier wohl nicht. Und wenn ihr euch dann langsam den Strand hinunter begebt, über die Wasseroberfläche, die nicht existiert, aber die ehemalige Grenze hindurch begebt, könnt ihr wohl spüren, wie der Sand unter euch fleischig ist. Und es gibt hier Wülste und Auswuchse, pulsierende Wehen, die ihr auf dem Strand erkennen könntet, als würdet ihr auf einem weiteren gewaltigen, auf einer Kreatur sich bewegen. Eine Globule oder die Niederhölle, die lebt. Alles unter euch hat so einen trüben Glanz, als würde der Strandsand aus Perlen bestehen oder so etwas. Ihr könnt auch einige sehnige Wurzeln erkennen, die ausgerissen neben euch liegen. Und wenn ihr dann an den verschiedenen Kreaturen des Meeres vorbeigeht, die von Verfall begriffen sind, könnt ihr auch das stinkende Gas riechen, was aus ihren aufgeblähten Körpern entgegenströmt. Ihr könnt einige merkwürdige lebende Kreaturen erblicken, schwarz und wurmartig, wie sie dort auf dem Sandstrand leben oder irgendwelche ledrigen Eier in den Sand eingraben und ihnen beim Schlüpfen helfen. Faszinierend. Lustig, wie er ekelhaft sagt. Ja, nicht das Wort, das ich gewählt hätte. Und diese beiden Dinge schließen sich nicht aus, gell? Markus? Naja. Ich wünschte, wir hätten einen Wachsler, um es aufzuzeichnen. Da wären die Dinge, die mit uns herumtragen konnten, waren begrenzt. Sind das dann irgendwelche Dämonen, die euch bekannt wären? Es kommt mir seltsam vor, warum sollten Dämonen geboren werden? Aus Eiern schlüpfen? Ist das jetzt wirklich wichtig? Wollen wir nicht einfach stringent unserem Ziel folgen? Ich habe nicht unbedingt vor, hier länger zu bleiben als unbedingt nötig. Nun, ich hätte zwei Hypothesen. Ich stimme zu, wir sollten uns schon mal in Bewegung setzen. Darf ich auch eine abgeben? Ja, sicher doch. Hat es nicht viel mehr was damit zu tun, dass das Ganze hier ein Zerrbild des wirklichen Ozeans auf Deere sein sollte? Versteht ihr? Wesen? Ja, möglich. So, Markus, jetzt kommt deine schlaue Theorie. Nun, auf der einen Seite könnten wir dies tatsächlich nur als das Interpretieren, dieser Geburtsprozess, der für uns so aussieht, was einen Lebenszyklus dämonischer Materie betrifft. Auf der anderen Seite könnten dies tatsächlich einfach keine Dämonen sein. Nun, ich fragte auch wegen Abelmirs Hypothese. Aber wenn es keine Dämonen wären, was wäre es da wohl dann? Trugbilder? Wie weit sind die weg? Wenn ihr auf die Wurzelkaiserin, diesen Käfer hinzugeht, könnt ihr sie rechts und links irgendwo neben euch erkennen. Sie sind vielleicht einen Meter lang, würdet ihr sagen. Und ihr könnt dann 20 Meter über den Strand, über diesen fleischigen, pulsierenden Strand, euch auf sie zubewegen. Es ist halt ein kleiner Umweg in Richtung der Wurzelkaiserin. Aber die könntet ihr euch dann noch betrachten, wie sie dort ihre Eier in den Boden schieben.
Wir könnten versuchen, ein Ei zu bergen. Nein, nein, schlechte Idee. Sehen wir mal, was die Neugier sagt. Das ist ja ein ganz schrecklicher Vorschlag. Aber denkt doch nur über die Erkenntnis nach. Wir sollten alles, was wir hier finden, auch hier lassen. Kapitän, gib mir zur Hand, ja? Nein, wir müssen weiter dort, das ist unser Ziel. Ja doch, gleich doch. Gib mir nur einen Moment. Sollte das lassen. Kann ich mit dem Stock ein Ei aus dem Sand scharren? Ja, du nimmst dir einen der krumm gebogenen Stöcke. Er sieht nicht aus wie das Holz, was du von derischen Bäumen kennst oder wie Unholz. Aber wenn du einen Stock aufklaubst oder deinen eigenen Stab benutzt, den Dämonen-Unholzstab der Gezeitenspinne, dann kannst du an der Würmer klatschend ein kleines Ei wegstülpen, so dass er dann eben ledrig zurückbleibt und noch nass von dem Sekret des Wurmes ist. Ich bebeuge mich hinunter und schiebe den, vermutlich mit einer Handvoll Sand, in die erstbeste Tasche, die sich irgendwie bis auf den Boden senken lässt, und trete dann sehr zügig den Druck an. Ja, du hast auch nicht das Gefühl, dass das echte Dämonen sind. Du hast eher das Gefühl, dass es so eine Art Protofleisch ist. Das sind Bewohner, aber keine Dämonen. Mhm. Sie sind nur so etwas wie Bilder, die man hier zurücklässt, damit es etwas Lebendes gibt, wenn es denn lebt oder unlebt. Ich bin weiter in dem Schluss. Entweder handelt es sich hierbei tatsächlich um die lokale Fauna, wenn ihr das so wollt, oder es könnte einfach eine Abbildung des Umwandlungsprozesses der Seelenmühle sein. Ihr wisst schon, Dinge kommen raus und in dem klassischen Lehrbild hingegen werden sie natürlich direkt als Dämon der Seelenmühle entnommen. Aber was ist, wenn sie dann in den einzelnen Domänen der Erzdämonen erst noch weiter geformt werden und nur diese Rohmasse hier aufgenommen wird? So oder so, ich bin mir sicher, entsprechende Materie studieren zu können, wie mit Zeit und Raum und unter besseren Umständen, wird uns einige Erkenntnisse bringen. Also ist das Dämonenteig, wie wenn man Plätzchen herstellt. Vielleicht. Ich würde sie eher als Unfleisch bezeichnen. Aber wäre Unfleisch nicht eher einem anderen Erzdämon zuzuordnen? Nun, wo finden wir uns dann? Es gibt zwei Erzdämonen, die große Freude am Erschaffen von Monstern haben. Und beide nennt man eine Herzogin. Was ich allerdings tatsächlich am verstörendsten finde, ist die Tatsache, dass der Kapitän recht zu haben scheint. Ich kann keinen einzigen Dämon sehen. Und nun, würden diese Lebensformen eine tatsächliche Funktion erfüllen, essentielle Funktion, auf jeden Fall, müssten doch hier logischerweise eigentlich Wächterkreaturen sein. Eher einen oder anderen Abwandlung. Ist euch die Wasserlinie aufgefallen? Wisst ihr, wie Schildkröten ihre Jungen kriegen? Zulamin, führt doch bitte das Wichtige aus. Ich bin nicht sicher, ob es wichtig ist, aber an diesem Strand scheint Ebbe zu herrschen. Und ich frage mich, ob die Flut, die zurückgegangen ist, möglicherweise die Flut der Dämonen ist, die wir hier vermissen. Nun ja, nicht wirklich vermissen. Während ihr euch unterhaltet und fachsimpelt, könnt ihr spüren, wie eine Welle auf euch zurollt. Sie besteht aber nicht aus Wasser, sondern aus Traurigkeit. Unendliche Traurigkeit, die aus der Stadt in eure Richtung gespült wird, euch überrollt, zerdrückt und euch einhüllt. Oh je, oh je, oh je, oh je, oh je, oh je. Oh je, oh je, oh je, oh je, oh je, oh je, oh je. Oh je, oh je, oh je, oh je. Ich habe meine ganze Laune liegen lassen. Oh, Leben ist ein Missgeschick. Oh. Ihr fühlt euch verraten. So als ob ihr einen Bruder gehabt hättet. Boltax, du hattest einen Bruder und was wäre gewesen, wenn er dir den Dolch in die Rippen gestoßen hätte?
wenn ihr gemeinsam gespielt hättet. Er hat ihn dir direkt in den Rücken gerammt. Von hinten, ohne dass du es gewusst hättest. Hat dich verstoßen. Ich habe keine Lust mehr. Ich setze mich mal kurz hin. Das ist alles sehr anstrengend hier. Uiuiui. Nur für eine oder zwei Augenblicke. Zulamin, du spürst diesen Verrat auch, aber während du versuchst, noch dein Geist zusammenzuhalten, um nicht wahnsinnig zu werden, spürst du eine weitere Welle, die dich überrollt. Es ist nicht nur dein Bruder gewesen, der dich verraten hat. Du hast das irgendwie überlebt. Du hast dich hinuntergestürzt in den Abgrund, um dem Dolch zu entfliehen. Und dann, als du dort unten warst, hast du ein Kind bekommen. Dein Kind. Dein Ein und Alles, dein Auserwählter. Und selbst der hat dir dort unten im Abgrund liegend und kauernd, und du hast dich um ihn gekümmert, als er klein war, und selbst dann hat er dir einen weiteren Dolch in den Rücken gerammt. Ewiger Verrat, göttlicher Verrat. Wieder und wieder und wieder. Nein, das ist nicht meine Trauer. Es ist die Herzogin. Sie lässt uns wissen, dass sie verraten wurde. Sie will es. Sie will, dass wir Mitgefühl mit ihr haben. Voltax, steh auf. Oh, noch ein Augenblick. Und dann spürt ihr die Ebbe. Die Flutwelle, die über euch hineingebrochen ist, aus Wahnsinn, aus Verzweiflung und Verrat, ebbt wieder ab, und ihr spürt, wie diese Wand, die sich auf euch aus der Stadt zugeschoben hat, wieder zurückweicht. Kurios. Das war sehr, sehr unangenehm. Für das weg ist, kann ich nicht einmal von Erleichterung sprechen. Ich denke, je weniger Emotionen ihr unter einen Tag legt, desto gesünder ist es für alle Beteiligten. Ja, erinnert euch einfach nur an die weißen Worte von Gohiro. Lege alle Lügen und Illusionen ab, denn sie hindern den Starken nur. Ja, es war trotzdem unangenehm. Oh, ich brauche jetzt erstmal eine Stärkung. Oh, ein paar Preiosblumenkerne. Beim Thema Illusionen. Dort entlang, ja? Nun gut. Die Geschichte, die dieser sogenannte Akolyt uns erzählt hat. Ich frage mich, ob sie es vorbereitet hat. Ob sie damals das Samenkorn gesät hat. Was ich denke, Sudamin, ist, dass ihr gerade einfach dieselbe Impression bekommt, die dieser Akolyt erhalten hat. Und dass ihr nicht denselben Fehler machen solltet wie er, nämlich alles, was man euch vorträgt, auch unreflektiert zu glauben. Tue ich das denn? Ihr legt gewisse Züge an. Ich sagte doch gerade, dass sie es uns wissen lassen will. Was nicht bedeutet, dass es die Wahrheit ist. Oder das, was sie fühlt. Es ist eine Prüfung. Und wir müssen sie bestehen. Die Nebende, sie prüft uns, ob wir es wert sind, hier zu sein. Nun, ich habe kein Interesse daran, von irgendeinem Dämon geprüft zu werden. Dies ist unter meiner Würde. Lasst uns gehen, dass wir hier fortkommen. Ihr könnt hier nicht ausweichen. Die letzte Prüfung, die ich veranstalte ich. Ich bin der Prüfer, nicht der Prüfling. Kapitän, ich bin schon anderen Erzdämonen ausgewichen. Ich werde wohl auch diesem ein Schnippchen schlagen können, wenn ihr endlich die Beine hochnehmt. Kommt nun. Diamantis, während ihr weiter auf das Ganze zugeht, hattest du ein Gefühl von Behutsamkeit, wie ein liebender Vater, der dich einhüllt, der dich schützt. Wie so etwas wie in einem Guardianum, auch wenn er anders ist. Und ausgehend, es sind die Schutzruhen, die Angroschminia in deine goldene Balestrina gemeißelt hat, hinein mit ihren Werkzeugen.
Wie gut, dass sie ihn dir aufs Bett gelegt hat. Das Flüstern wird lauter. Reißt euch zusammen, vor allem ihr Kapitän, auch hier unten sind wir nicht allein. Wir werden diese verdammten Niederhöllen durchstreiten und wieder aus ihnen hervorbrechen, so wie es Rafim einst getan hat, so wie wir es tun werden. Wir sind nicht allein. Die Götter halten ihre Hand über uns. Ich kann es spüren. Die Götter? Hier? Nein. Doch, Kapitän, auch hier, gerade hier. Gerade uns. Ihr blüht euch nur selbst. Kommt. Behaltet diesen Gedanken dabei. Ehre wird einiges dazu tragen, euren Geist zu stärken, wenn es hart auf hart kommt. Wenn es hart auf hart kommt, denkt an die Armbrust. Und das. Ja, so könnt ihr durch den fleischigen Strand in Richtung der Wurzelkaiserin gehen. Lasst die merkwürdigen Würmer und die Eier hinter euch und auch die Kreaturen des Abgrundes, die dort aufgebläht neben euch liegen und den Gasgeruch von biologischem Abbau zu euch hinüberweht. Ein großer Käfer, der dort verharrt, als würde er lauern, seine Füße stehen auf der Strandoberfläche. Ihr könnt wohl erkennen, wie dort einige Algen an ihm herumwuchern, fremdartige Sporen, Schimmel, Pilze, die dort wachsen, und die Beinchen sehen merkwürdig steinern aus, als wären sie vor langer, langer Zeit nicht mehr bewegt worden, ausgehärtet. Ihr könnt den Käfer heulen und flüstern hören. Und seht, wie dort wohl mehrere Ketten herunterhängen, als wäre es eine Einladung, nach oben zu klettern. Von einer dieser Ketten könnt ihr allerdings erkennen, wie dort ein Mensch herunterbaumelt. Ein Mensch, den ihr kennt. Die Ketten haben sich um den Hals gewickelt und ihr seht, ebenso wie Abelmir vor kurzem, die roten, aufgeplatzten, geäderten Augen, das wehende Haar, was hier herum um ihren Kopf sich schlängelt. Ihr seht, wie dort Aviander im ewigen Ertrinken von der Kette herunterbaumelt. Ihr Ende ist genauso grausam, wie ich vermutet hatte. Wie ist dies? Jemand? Eine ehemalige Gefährtin, ja. Mein Beileid. Aviander. Unsere Navigatorin, die Vorgängerin von Kapok. Wenn wir hier sind, wollen wir sie doch gleich raus. Ich denke nicht, dass dies weise ist. Der allgemeinen Lehre nach wandert eine verdammte Seele zunächst in die Seelenmühle, in der sie Eonenmal umgewälzt wird, bis sie schließlich endlich bereit für ihre Umformung in einen Dämon ist. Was auch immer dies dort ist, es ist ein Köder, nichts weiter. Nun, andererseits... Und ich schlage vor, dass ihr nicht anbeißt. Ihr könnt sehen, wie sie nach Luft japst. Die Ketten haben sich zwar um ihren Hals geschlungen, aber ihr wisst, dass das nicht die Ketten sind, sondern vielmehr das Unwasser, was in ihren Lungen pulsiert und sie zu einem ewigen Untod verdammt. Nun, ich hätte eine ganz generelle Frage. Wollen wir ihr nicht erleichtern? Ich könnte ihr mit einem Wasseratem helfen. Dies dort ist nicht eure Gefährtin, Boltax. Es ist ein Zurückbild. Ja, dies ist ein Zurückbild, das speziell darauf zugeschnitten ist, euch in die Irre zu führen. Sie wurde in einem Ritual geopfert von der Besatzung der Wurzelkaiserin. Ändert nichts daran, dass die Erzdämonen für unverarbeitete, wenn ihr es so nennen wollt, dritzwerische Materie keinen Wert haben und keine Verwendung. Wir haben sie schon einmal benutzt, um uns aus der Reserve zu locken. Damals im Limbus. Nun, ob das die Dämonen waren, das wissen wir nicht. Vielleicht war es eine andere Gestalt. Wir können nichts für sie tun. Sie ist verloren. Wir müssen weiter. Das heißt, wir können nichts für sie tun. Wir können sie von den Ketten befreien. Das ist nicht Aviander.
Im besten Falle, Voltax, tut das exakt gar nichts für niemanden. Im schlimmsten Falle ist es eine Falle darauf ausgelegt, euch in ihren Bann zu ziehen. Aber müssen wir nicht ohnehin dort hoch? Warum sollte uns hier eine solche Falle gestellt werden? Wenn sie uns tot sehen wollten, die Dämonen hier, dann wären wir doch schon längst überrannt von ihnen. Ich glaube, sie wissen gar nicht, dass wir hier sind. Wie ihr sehen könnt, hier sind keine Dämonen hier, die sich der Sache annehmen könnten. Es besteht außerdem zu vermuten, dass eine solche Falle vielleicht eher von der Dämonenarche ausgeht. Ja, denkt daran. Liebet nicht so sehr, dass ihr es nicht sterben sehen könnt. Und außerdem sehe ich die einzige Chance, sie zu erlösen, darin, die Dämonenarche zu vernichten, die sie hier hält. Diamantis, sie zu befreien aus den Ketten wäre natürlich schwierig, aber deine goldene Balestrine verlangt danach. Ein einzelner Schuss könnte sie erlösen. Es ist ein Unterschied, jemanden sterben zu lassen, Raphim, und an diesen hier von den Göttern verlassenen Ort zurückzulassen. Ich glaube, Angroschminia hat mir ein Geschenk gemacht. Und ich glaube, ich habe den Nutzen dafür gefunden. Angroschminia? Das ist gut. Diamantes zieht goldene Balestrin eingearbeitete aus seinem rechten Holster heraus. Und zielt auf die Kette. Ich schlage vor, jemand hält den Mann auf. Ich halte ihn nicht auf. Frage, wie schnell er handelt. Er scheint ja in aller Ruhe anzulegen. Wie weit ist Avienda von uns entfernt? Also ihr steht jetzt vor dem großen Käfer, vor den Beinchen, die vor euch aufragen, steinern, groß. Und es hängen hier viele Ketten runter. Also sie hängt ungefähr vielleicht 3 Meter, 4 Meter über euch. Und die Ketten selber würden dann euch sicherlich 20 Schritt nach oben tragen. Ihr könnt natürlich auch direkt an den Beinchen nach oben klettern, aber die Ketten sind natürlich sehr einladend. Ja, sie ist so ungefähr 20 Schritt von uns entfernt, also. Ja, genau, ungefähr. Okay, gut. Das passt dann. Ja. Also plus 12. Ja, ich... Hält ihn jemand auf, oder? Während er anlegt, würde ich gerne einen Wasseratem auf sie zaubern, weil ich möchte nicht, dass sie ertrinkt. Und der ist ja eigentlich mit Reichweite Berührung, das heißt, ich muss ihn... Modifizieren. Keine Sorge, lass dir Zeit. Sie erträgt bereits seit vielen Monaten. Ja, ich muss mir Zeit lassen, ansonsten... Warum habt ihr eigentlich einen Dämonologen angeheuert, wenn ihr sowieso nicht auf ihn hört? Raphim wollte irgendwas machen. Ja, hier, schau Diamantis an. Was du tust, er wird keinen Effekt haben, das weißt du. Wollt ihr sie erschießen? Du... Nein. Was glaubst du, was passieren wird? Erleuchte mich. Ich weiß es nicht, aber ich spüre, dass etwas passieren wird. Hab Vertrauen. Ja, ihr werdet die alarmieren, das werdet ihr schaffen. Und uns alle töten. Dann gibt nur einen Weg, das herauszufinden, oder? Ja, ich schlage noch einmal vor, dass ihr den Mann aufhalten solltet. Ich würde mich mal zwischen ihn oder Vianda stellen, also dass er auf mich zielen muss. Herr Bolter, du legst deine Hand erst an deinen Kopf, an deinen Hals und richtest sie dann in Richtung von Avianda, schenkst dir den Atem über... Es ist leicht. Es ist leicht, die zu zaubern, bist du der Meinung. Es kostet dich nicht viel Kraft, aber als du auf die Magieresistenz dieses Wesen triffst, merkst du einen schleimigen Abdruck, der auch in deiner Seele zurückbleibt. Ja. Und wie kleine Tangfäden nach dir greift, wenn dein Zauber sie erfasst und sie blickt dich kurz dankbar an und bekommt ein bisschen Luft. Dann merkst du wohl aber auch, wie die Taue oder diese Ketten sich weiter um ihren Hals zuziehen und brutal den Kopf weiter zusammendrücken. Alles klar, also ich hätte hier für eine Spielrunde wie sieht das hinsichtlich der ASP aus? Unverändert?
Du bezahlst die Hälfte. Okay, alles klar. Die andere Hälfte kommt von woanders. Finde ich fair. Abelmir, kann es sein, dass Sie sie zur Steuerfrau gemacht haben? Was? Warf schon halb die Kette hoch, Rufi? Also bin jetzt schon zwei Schritte hoch? Was? Kann es sein, dass wir dieses Abbild hier sehen, weil Sie Avianda in der anderen Welt zur Steuerfrau der Arche gemacht haben? Nein, warum ist dann, dies... Dann soll sie hier nicht rumhängen, so. Kommt! Ich stimme dem Kapitän zu. Warum wäre dieses Abbild denn hier? Möchtet ihr... Nun gut, dann wohl weiter. Ich kletter aber mir nach. Ich lasse ihn gerade nicht alleine irgendwo hingehen. Aber mir ist es ganz leicht. Du hast fast das Gefühl, als würde die Kette dir helfen, nach oben zu treten, wie sie sich dann spiralförmig unter dir windet und dir so etwas wie Tritte zwischen den Kettengliedern anbietet. Du merkst, wie sie sich bewegt. Halt euch, Zulamin. Wir müssen hier fort. Mantis, ich glaube wirklich, dass es Avianda ist. Jede Sekunde birgt Gefahr. Und diese Ablenkung dort ist nur dafür da, um euch festzuhalten. Bewegt euch! Diese Ketten gefallen mir nicht. Lasst uns das Bein versuchen. Ich kann den Kapitän nicht allein lassen, aber tut, was ihr müsst. Seht ihr nach meinem Zauber beginnen, die Ketten sie zu würgen? Aber mir läuft mal eine Körperkraftprobe plus 6. Wow. Muss ich die auch würfeln, wenn ich im Nachkletter? Ja. Das geschafft! Das heißt schon was bei uns im Monologen. Ja, aber mir, du merkst, wie die... Diese lebende Kette, du hast kurz ein Flashback zurück. Du warst nicht lange auf der Arche, hast sie kurz betreten und dann bist du abgetaucht in Bahamut Schlund. Gemeinsam mit Eldan Gorbas habt ihr den Unterboden erkundet. Diese gottverdammten Taue, die dich fast umgebracht haben. Und dann merkst du einen Ruck, die Kettenglieder, die sich lebend um dein Bein winden. Du hast zum Glück eben gerade noch diesen Gedankenfetzen gesehen und rechtzeitig ziehst du dein Bein zurück, du merkst, wie schmerzhaft eingeschnürt wird und lässt dich wieder gemeinsam von der Kette runter in den lebenden Strand fallen. Serpentilio kann es dir gleich tun. Verdammte Arche! Ich schreie entgegen. Ja, du merkst nur, wie einmal. Die Kette sich bewegt. Es sieht fast aus wie eine Schlange und auch wenn das Ding keinen Kopf hat, aber fast lauernd, als würde es gleich zustoßen wollen. Was sage ich? Nun, Kapitän, dann können wir froh sein, dass ihr meine Hilfe nicht brauchtet. Aber vielleicht seht ihr in Zukunft erst im Wohl aller Mannschaft, bevor ihr irgendwo hochklettert, wo man euch fieser Blick zu den anderen rein, die da scheinbar immer noch rumdiskutieren sind, ignoriert? Ich stampfe den Fuß auf dieses weiche Gewebe und trete zwei Schritte zurück und schaue mich nach anderen Zugängen um. Eine kleine Welle läuft ausgehend von deinem Stampfer durch den Strand. Interessanter Effekt. Ich mach nur den linken Fuß. Das gleiche. Es kräuselt sich leicht die Oberfläche. Nun, ich schlage vor, wir fangen zu Lamins Beispiel und nehmen eine der Wurzeln nach oben. Ja, tatsächlich können wir das hier nicht weiter diskutieren. Wir müssen weiter. War Vianda vielleicht trotzdem retten? Was versteht ihr daran nicht? Wir vernichten dieses Wesen, das sie hier festhält. Nun gut. Ist euch daran nicht gut genug? Hat dein Zauber dann etwas bewirkt? Ja, natürlich hat mein Zauber etwas bewirkt. Hab ihr Atem geschenkt. Mindestens für eine begrenzte Zeit. Sie schien dankbar zu sein. Aber etwas hat nach mir gegriffen. Ja, dann lasst uns jetzt dahin gehen und dieses Wesen töten. Das klingt vernünftig, wenn wir sie so retten. Ich denke, das ist alles, was wir tun können. Ich bin mir sicher, mein Bolzen kann diese Ketten durchschlagen. Gib mir einfach nur die Möglichkeit dazu. Rafim, bitte, geh mir aus dem Weg. Nein. Ihr werdet jetzt das Bein da vorne hochklettern und dann werden wir diese Dämonenarche töten.